Wir machen jetzt ein Blind Ranking, so nämlich. Ja, und falls ihr Blind Rankings nicht kennt, das funktioniert genauso wie jede Top-Liste, nur dass man vorher nicht weiß, was als nächstes kommt. Also man muss quasi eine Top-Liste machen, so aus dem Stegreif heraus. So, das wollte ich sagen. Und ihr seid natürlich, logischerweise, ihr könnt natürlich mitmachen. Also wenn ihr gerade Handy zur Hand habt oder einen Blog oder irgendwas, womit man tippen kann, macht gerne mit und dann vergleichen wir am Schluss. Und gerne auch in den YouTube-Kommentaren. Jetzt fangen wir an mit dem Blind Ranking. 10 deutsche Bands, die wir irgendwie in eine vernünftige Reihenfolge bringen müssen. Der Anspruch muss eigentlich sein, heute hier die perfekte Liste abzuliefern am Ende des Tages. Anders geht es in meinen Augen nicht. Das muss heute muss endlich mal ein guter raus. Heute ist der Leistungs... Ich baue da bewusst Druck auf. Ich sehe da auch kein Problem dahinter. So, wir gehen rein. Band Nummer 1 in unserem deutschen Band Blind Ranking. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ist... Wir haben die Beatsteaks. Boah, das ist richtig belastend. Eigentlich, also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben mehrere Phasen, wo ich unglaublich Beatsteaks-affin war. Also 2006 bis 2011 oder so war Beatsteaks. Beatsteaks, 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 Beatsteaks. Nichts anderes. Und die haben einige wirklich todesgeile Knaller. Ich habe ein Ticket für die Beatsteaks in München dieses Jahr, bis mir aufgefallen ist. Das ist, wenn Oktoberfest in München ist. Da will ich nicht hin. Also falls irgendjemand Tickets für die Beatsteaks in München braucht, an der Stelle auch, hallo YouTube, ich verkaufe sie billiger. Die waren im Originalpreis, glaube ich, 50 Euro. Für 30 Euro gehen die Dinger weg. Schreibt mir auf Instagram. Naja, jedenfalls, ganz kurz, falls irgendjemand keinen Beatsteaks-Bezug hat. Anspieltipps meiner Meinung nach. Ain't Complaining, Hand in Hand, Milk and Honey, EGO, Jane Became Insane. Krank. Und das Problem ist, die Beatsteaks sind nicht meine Lieblingsband. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, was sonst so kommen müsste. Weißt du, ich hab gerade eben gesagt, ich treibe mich in den Wahnsinn. Ich habe gerade eben gesagt, wenn da jetzt irgendwas kommt, wo ich denke, ich muss es auf eins packen oder ich könnte es auf eins packen, dann muss ich es auf eins packen. Das Problem ist, es gäbe hier wirklich ein paar Bands, die rüberkommen könnten, glaube ich. Ich hätte eigentlich... Oh. Nein! 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 Ach, ich hasse es. Ich liebe Wir sind Helden. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wundervolle Band. Und ich hasse, dass sie aufgehört haben. Gleichermaßen finde ich hervorragend, dass sie an einem Punkt aufgehört haben, wo man so einen Strich drunter machen kann. Wo ich sage, krass, das war so ein Ding. Und die haben so viele, so wunderschöne Lieder. Ach Gott, ich will schreien, ey. Ich weiß nicht, welches, ich weiß wirklich nicht, welches mein liebstes Album wäre. Wahrscheinlich ist es die Reklamation von hier an blind zu Helter. Ja, was soll ich hier noch groß drum herum reden, ne? Also die Wir sind Helden haben so viele nice Banger und auch so viele so kleine Liedchen, die sich so in der Diskografie irgendwie verstecken. Ich muss die auf 2 machen eigentlich. Eigentlich muss ich die auf 2... Oh, das tut mir so weh. Also, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe jetzt schon reingeschissen eigentlich. Auf jeden Fall machen wir jetzt die 4. Also, wenn man mir hier jetzt einen Todesstoß versetzen soll, macht man jetzt einfach die Ärzte rein und dann ist die Sache ja schon geritzt. 4. Die Toten Hosen. So, irgendjemand hat eben gefragt, bin ich Fan von den Toten Hosen eigentlich? Und ich würde die Frage beantworten nach wie vor, nee, ich bin kein Fan. Zum einen, weil ich so die Umgebung der Band nicht mag. Ich war immer, wenn ich auf Konzerten, also ich war auf 3 oder 2, vielleicht 4? Och, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ihr habt ja auf jeden Fall zu der Ballast der Republik-Zeit 2-mal live gesehen. Die Atmosphäre da immer so ein bisschen, ist mir zu Hooligan-mäßig. Also auch mit den Fahnen und so. Jeder, wie er es da an der Stelle bei Konzerten gerne haben will, ja. Aber meine Welt ist es nicht. Und an Alben, muss ich auch wirklich sagen, finde ich von den Toten Hosen 1 irgendwie richtig gut. Und ich habe in viele reingehört, aber eins ist halt nur hängen geblieben. Und das war damals Ballast der Republik. Das Problem ist aber tatsächlich, innerhalb dieser, also ich finde die eigentlich nur nicht gut, innerhalb von diesem Bands, die ich mag, falls man das versteht. Also wenn man jetzt quasi ganz weit rauszoomt und sagt so, naja, es gibt ja auch deutsche Bands wie, keine Ahnung, In Extremo, ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, oder Santiano, dann... Es ist die schlechteste gute Band oder die beste schlechte Band. Sowas in der Art, ne? Also es ist eigentlich eine stabile Band so an und für sich, aber trotzdem mag ich das irgendwie nicht, so wenn ich insgesamt drauf gucke. Hier blinkt jetzt die ganze Zeit schon die 5, aber ich glaube, das ist gar nicht der Point. Ich glaube, ich würde sogar auf die 6 gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Toten Hosen haben auch irgendwann vor 15 Jahren oder 20 oder 30 oder 40, was weiß ich, mal so ein Buch durchgelesen, wo drin steht, wie du eine erfolgreiche Rockband wirst und haben alles davon genau befolgt, so. Und das machen sie jetzt seitdem.
Und das ist mir immer irgendwie suspekt, wenn ich so das Gefühl habe, die machen so Sachen so zum Selbstzweck, weil man das halt irgendwie ja so macht. Sechs, die Toten Hosen. Ich muss noch sagen, ich fühle mich noch ganz gut. Nächste Band, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Seite 5. Oh, Gottes Willen. Das ist jetzt so eine Situation, wo man sich Feinde macht. Wobei, ich kann mir eigentlich keine Feinde machen. Ich habe in meinem Leben keine drei Annen-Mai-Kantereit-Lieder gehört. Und es hat mich, ich kenne nur dieses, das mir ja groß gezogen. Oder irgendwie sowas. Aber es ist nicht so ein, ich habe noch nie Lieder von denen gehört im Sinne von, ich muss mir die mal noch dringend anhören, sondern es ist mehr so ein, glaube ich, es interessiert mich einfach überhaupt nicht, glaube ich. Also ich fand Annen-Mai-Kantereit so lang cool, wie ich dachte, das wäre so eine richtige Indie-Punk-Band, weil irgendwie der Name hat das so vermuten lassen. Ab dem Moment, wo ich gewusst habe, die machen so ein bisschen so Befindlichkeitsgedöns, war es so, okay, interessiert mich nicht so. Ich glaube, ich mache die mal auf 9. 9 ist frech. Oh je, der Chat, oh je, oh je. Na, was soll ich machen? Ja, ich habe halt recht. Also, wir machen schnell weiter. Münchener Freiheit. Ist ein Deep Cut. Ist ein absoluter Deep Cut, muss man sagen. Aber ich habe dazu mehrere Sachen zu sagen. Also die Münchner Freiheit, für die, die das nicht kennen. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich bin ich ja nicht, nein. Ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Das ist die Münchner Freiheit. Es gab mal eine Phase, wo ich hier und da in die Münchner Freiheit reingehört habe. Und I shit you not, die haben ein paar richtig gute Songs. Und zwar, ich kann euch das sogar vorspielen. Moment, wir hören da jetzt gemeinsam rein. Ist mir doch egal. Wiedersehen. Das Lied ist richtig geil. Und ich verrate euch jetzt noch das große Geheimnis. Ich habe damals unbedingt einen Song schreiben wollen, der klingt wie Münchner Freiheit. Und ich habe das auch gemacht und ich habe den ganz dreist geklaut. Und da gibt es einen Part, wo dieses Wiedersehen. Und das habe ich so ungefähr auch gemacht. So, jetzt bin ich glücklich, konnte ich ein Trivia unterbringen. Münchner Freiheit finde ich korrekt. Ich finde die korrekter als Annen-Mai-Kantereit, deswegen mache ich sie einfach auf die 8. Beziehungsweise, was heißt, ich finde sie korrekter als die als Annen-Mai-Kantereit? Ich kenne halt mehr von denen. 7. Ah! Ich liebe echt. Ich will kurz mit euch einen Song hören. Und zwar. Und vor allem das Geilste an dem Lied ist die Bridge, Leute. Aber wirklich 5 vor Haare abschneiden und Kim Frank Frisur aus dem Alles wird sich ändern Video zu machen. Ich finde echt sensationell und ich finde vor allem auch die Doku in der ARD Mediathek. Ich glaube, ich habe die schon 8 Millionen Mal in diesem Stream empfohlen, habe ich das Gefühl. Ich weiß es aber auch nicht. Die ist ebenfalls absolut hervorragend und deswegen. Boah, scheiße. Ich habe jetzt das Gefühl, ich wäre okay damit, die auf 4 zu machen. Vom Ding her würde ich sie auch super gerne auf 3 machen, aber vielleicht so ein bisschen spekulativ jetzt. Doch noch auf die 4. Ich glaube, damit würde ich mich ein bisschen wohler fühlen, ehrlicherweise. Echt auf die 4. Dann würde ich sagen, ach, das sieht schon. Ich traue dem Braten noch nicht. Also es sieht gut aus, irgendwie habe ich das Gefühl. Wir gehen auf die nächste Band. Don't give me that. Boss Hoss. Also ich glaube, die größte Verbindung, die wir alle mit Boss Hoss haben, ist Boys of Germany, oder? Also man kannte die vorher schon und ich weiß auch, dass ich die vorher schon kannte. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, Boss Hoss hat einen Hit XY und dann waren sie bei The Voice und dann ist ihre Karriere explodiert. Ehrlicherweise wüsste ich nicht mal, ob die Karriere danach explodiert ist. Also sie waren dann auf jeden Fall irgendwie so Pro7 gebackupt. Aber ich kenne auch, glaube ich, echt nur Don't Give Me That. Ich kenne da fast nichts, ne? Also das Problem ist, kommt noch was Offensichtliches, wo ich so sage, das ist ja richtiger Schwachsinn. Und dann habe ich die 10 nicht mehr frei. Oder sage ich jetzt, Boss Hoss, überhaupt gar keinen Bezug dazu, nervt mich, kenne nur ein Lied davon, Voice of Germany, waren sie immer ganz sympathisch, Feierabend. Ich glaube, eigentlich muss ich es machen. Ich mache Boss Hoss, Boss Hoss auf 10. Vorletzte. Ich lasse euch zuerst gucken, okay? Was sagt ihr? Okay, ja. Fettes Brot mag ich. Fettes Brot finde ich richtig korrekt. Wenn man bedenkt, dass die jetzt sich aufgelöst haben, bin ich fast der Meinung, die haben sich zu spät aufgelöst irgendwie, falls man das nachvollziehen kann. Aber Fettes Brot hat schon einige richtig korrekte Sachen. Das 3 ist eine Party-Album. Das habe ich richtig viel gehört. Wie Donkey Kong bei Amazon. Echo liebe ich, Emanuela liebe ich, Für immer, immer liebe ich auch. Jein ist halt Klassiker. Geile Band. Boah, scheiße. Oh, das ist schwierig. Also, obviously muss 3 oder 5. Aber ich habe das Gefühl, also ich kenne mehr von Fettes Brot. Ganz offensichtlich viel mehr.
als von echt. Und ich würde trotzdem auch sagen, Beatsex, wir sind Helden, sind über fettes Brot. Aber ich habe das Gefühl, echt habe ich näher am Herzen als fettes Brot. Aber vom fettes Brot bin ich so näher an der Band dran. Spekuliere ich drauf, dass noch irgendwie was Dreimäßiges kommt? Ich meine, wenn die Ärzte noch kommen, ist eh Schwanz, weil die habe ich dann eh falsch platziert. Dann ist es auch egal, ob die auf 5 oder auf 3 sind. Ganz ehrlich, komm, scheiß der Hund drauf. Nee, ich mach's auf 3. Fettes Brot. Vorletzte. Ich habe noch frei. Ich will noch mal gucken. 5 und 7. Das ist ein komisches Ding. Farin Urlaub Racing Team. Oh mein Gott, der ist klug. Das ist klug. Farin Urlaub Racing Team? Damn it. Wobei man da ja wieder spezifizieren muss. Farin Urlaub Racing Team sind ja eigentlich nur 2 Alben. Und Farin Urlaub sind die anderen 2 Alben. Also endlich Urlaub und am Ende der Sonne wird ja eigentlich tendenziell nicht dazu zählen. Und dann sind es ja nur Weit übers Lügen, 2 Live-Alben und Faszination Weltraum. Da bin ich eigentlich relativ okay mit der 5. Also versteht mich nicht falsch, Farin Urlaub Solo ist immer noch Liebe. Die Liebe nur lauter, versteht doch. Aber Farin Urlaub Racing Team im Speziellen mit nur diesen Alben finde ich eigentlich nur eins gut und das ist die Wahrheit übers Lügen. Das finde ich zwar sehr gut und ich würde es auch wahrscheinlich weiter hoch machen. Ich würde es wahrscheinlich auf 3 packen. Und deswegen bin ich fein. Ich bin fein. Vielleicht rede ich mir das ein, aber Racing Team. Ich bin raus aus der Sache. Dann sind wir bei der 11. Es ist egal, was jetzt kommt. Ich werde so machen, als wäre es eine lockere 7 für mich. Achtung. Ach, Revolverheld. Ist für mich eine klare 7. Also ich finde Revolverheld natürlich klar besser als Bosshaus. An in meine Kante reiten, die Münchner Freiheit. Deswegen ist es eine 7 für mich. Würde ich auf die 7 packen. Steile These vielleicht. Revolverheld ein bisschen overhated. Ja, also ich freue mich, wenn die touren und wenn die Fans haben und wenn die ihr Gedöns releasen können. War so richtig krass relevant, waren die ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr so, wie sie mal waren, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich glaube, das ist das Ding. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal so denke, halt dich an mir fest, oh mein Leben, ist okay, mit dir chillen, das ist, was ich will. Aber so schlimm, finde ich, ist Revolverheld nicht. Overhated. Revolverheld würde ich auf die 7 packen. Oh, die 7 habe ich ja noch frei. Revolverheld. Das ist meine Liste. The Boss Hoss, An in My Kantereit. Völlig zu Recht. Münchener Freiheit, Revolverheld, Toten Hosen, Farin Urlaub Racing Team, echt fettes Brot, wir sind Helden, Beatsteaks. Boom. Ich war noch nie mit dem Plydrinking so zufrieden wie hier. So, Leute, roastet mich in den Kommentaren. Der Chat hat es schon gemacht und ich glaube, er ist jetzt auch wieder dabei, aber das werdet ihr nicht mehr erfahren. Die sind nämlich alle ganz lieb zu mir. Wozu können wir noch, was sollen wir noch Plydrinken? Sollen wir nochmal deutsche Bands machen? Sollen wir internationale Bands machen? Sollen wir, ich weiß es nicht. Habt ihr irgendwelche Ideen? Und schreibt euer Ranking in die Kommentare. Vielleicht seid ihr ja ausnahmsweise mal schlechter davon gekommen. Tschüss.